praktisch keine Heizkostenrechnung mehr zahlen und damit Arbeitsplätze schaffen und das Klima retten. Am 4. November 2016 tritt der auch von China und den USA ratifizierte Weltklimavertrag in Kraft. Die unterzeichnenden Länder haben sich bereit erklärt, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. In Österreich ist bis 2050 eine Transformation auf 100% erneuerbarer Energie notwendig. Kommende Woche bei der Klimakonferenz in Marrakesch wird vor allem darüber gesprochen, wie die Ziele des Abkommens erreicht werden können. Was eine Stärke des Klimaschutzabkommens ist, ist, dass es nicht nur Ziele gibt, sondern dass praktisch alle Staaten auch genaue Pläne vorgelegt haben, wie sie diese Beiträge leisten werden und diese Pläne auch verbindlich geworden sind. Das heißt, es wird jetzt auch darum gehen, um transparente Berichterstattung, Überprüfung und laufendes Monitoring. Es muss aus unserer Sicht aber auch darum gehen, diese Pläne letztendlich auch nachzubessern. Denn wir wissen, dass die Zusagen derzeit nicht ausreichen, um die Ziele des Abkommens zu erreichen. Der Energiewende im Haushalt kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Erdöl, Gas und Kohle machen noch immer über 65% des österreichischen Energiemix aus. Wenn Österreichs Wohnbau nicht CO2-neutral wird, sind die Ziele des Klimaschutzabkommens von Paris nicht erreichbar. Seitens der technischen Möglichkeiten ist die heimische Bauwirtschaft schon zwei Schritte weiter. Die Passivhäuser, die eigentlich die letzten 10 Jahre schon Stand der Dinge sind, gehen jetzt in die Phase über des Plus-Energiehauses. Plus-Energiehaus bedeutet, mehr Energie zu erzeugen, als verbraucht wird, gibt aber nur Sinn, wenn wir zuerst einmal uns Gedanken machen über die Energieeinsparung und den sinnvollen Einsatz und erst dann daran denken, diesen Anteil selbst zu erzeugen bzw. etwas mehr zu erzeugen. Eine spezielle Zellulosewabe im Inneren der Gebäudehülle wandelt Sonnenlicht in Wärme um und hält diese fest. Das Licht selbst fungiert als Dämmung, die Wärme geht nicht verloren und die Zufuhr zusätzlicher Energie ist nicht notwendig. Es handelt sich einfach um Physik, das heißt, das Licht reicht aus, um die Temperatur in der Wabe hochzuhalten bei 100 Watt Einstellung, also bei trüben Verhältnissen mit ca. 100 Watt Einstellung reicht das schon aus, um ca. 15 bis 20 Grad aufrechtzuerhalten. Und auch die ökologisch gerechte Entsorgung des Altbestands ist beim herkömmlichen Wohnbau nicht gewährleistet. Auch dieses Kriterium wird von Gap Solution erfüllt. Das Know-how der heimischen Unternehmen ist da, allein das Wohnbaufördersystem muss noch ökologisiert werden. Wenn wir Investitionen in Gebäude tätigen, in Neubau und Sanierung, dann sind das Investitionen auf Jahrzehnte. Das heißt, es ist ein großes Problem, dass derzeit fossile Heizsysteme immer noch gefördert werden, Ölheizungen teilweise genauso gut gefördert werden wie Pelletsheizungen, andere alternative Heizsysteme. Da muss sich etwas ändern und da muss auch die Politik Maßnahmen ergreifen, damit sich die wirklich nachhaltigen Lösungen durchsetzen können. Wenn wir nur einen Bruchteil dieses Geldes in Strukturreformen im Bereich des Wohnbaus geben, dann sind wir im Bereich Plus-Energiehäuser Weltmarktführer. Jeder Euro, den man in diesen Bereich investiert, rettet nicht nur das Klima, sondern fördert zudem die regionale Wertschöpfung. Wenn wir es schaffen, die Sanierungstätigkeit von derzeit etwas unter 1% pro Jahr des Gebäudebestands auf 3% zu heben, dann können wir 30.000 Arbeitsplätze schaffen. Praktisch keine Energiekosten mehr zahlen, Wohn- und Lebensqualität gewinnen und dabei smarte natürliche Baustoffe CO2-neutral einsetzen. Die österreichische Wohnbaupolitik ist jetzt gefordert, ihr Subventionsprogramm dem Weltklimavertrag entsprechend zu überarbeiten.